Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bellride. Ja, hier auf meinem YouTube-Kanal. Ein sehr, sehr interessantes Game und ich bin sehr gehypt, was jetzt hier noch kommt. Ich will größere Gebäude bauen, nicht nur dieses Heaven vs. White Shelter. Ich will mehr Leute haben. Ich will ein vernünftig ökonomisch aufgebautes Dorf hier errichten. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, mir dabei zuzusehen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like wäre nicht schlecht, einen Kommentar unter das Video. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und damit, let's go. Wir haben doch sehr viel Fleisch gerade, oder? Aber noch nichts Gebratenes. Das ist nicht so gut. Pilze haben wir auch nichts mehr. Man hat mir wirklich meine Pilzvorräte hier weggefressen. Das gibt's ja gar nicht. Dann sammeln wir bitte Pilze. Und zwar nicht auffüllen, sondern einmalig mal so 20. Obwohl, hier wird ja gerade gebraten. Sehr gut. Dann kann ich mir auch gleich noch etwas Fleisch gönnen, bevor ich wieder losziehe. Denn ich möchte noch mal ins Dorf gehen. Und wir haben ja jetzt hier noch eine neue Hütte. Ich möchte noch mal ins Dorf gehen und einen neuen Mitarbeiter engagieren. Nö, wir haben keine News from the Kingdom. Was wird denn hier gerade erforscht? Ach so, Abenteuergewand. Ah. Es wird geforscht nach dem Abenteuergewand. Genau, genau. Das ist nämlich die nächstbeste Rüstung, die wir uns holen können. Und das wäre schon gar nicht so verkehrt. In der Zwischenzeit kann ich vielleicht mein Bogengeschick noch ein bisschen erhöhen, indem ich hier auf einen Wolf schieße. Erwischt. Ja, nice. One shot. Warum ist jetzt Kampfmusik an? Okay. Okay. So. Das Game ist heute sehr laut, ne? Ich mach mal kurz das Master Volume ein bisschen. Achso. Ich muss natürlich auch auf Übernehmen klicken. Mach's mal ein bisschen leiser. Ich will wissen, wie ich das Lehrlingsbuch arbeite, auf die hier übertrage. Warte mal. Inventar. So. Jetzt gebe ich dir das. Und dann kann ich es nicht benutzen. Aber wie soll ich das dann benutzen? Kann verwendet werden, um die Fähigkeit deiner Siedler im Inspektionsbildschirm zu erweitern. Was ist denn der Inspektionsbildschirm? Diese Frage habe ich mich, glaube ich, schon mal gestellt. Weiß noch nicht, wie ich das Buch anwenden soll. Deswegen kommt das hier erstmal ins Lager. Guck mal, hier kann ich noch ernten leveln. Und hier kann ich kochen leveln. Wir machen erstmal ernten. Erlerne eine Fähigkeit, indem du ein Buch liest. Kann das Potenzial nicht überschreiten. Bin ich schon zu gut im Ernten? Aber vielleicht kann ich kochen noch lernen. Kochen. Ach so, ich lese gerade ein Buch. Lol. Ich lese gerade ein Buch über Jagen. Toll. Das habe ich nicht gewusst. So, dann essen wir mal ein gebratenes Steak und einen Pilz. Und ich gehe noch mal in das Dorf. In das Anfangsdorf. Um mir noch einen zu besorgen. Einen für mein Dorf. Einen neuen Arbeiter. So, jetzt gucken wir mal. Also der hier vorne, das ist ja dieser Landstreicher hier, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu fragen. Also ich guck trotzdem nochmal schnell. Für 241 könnten wir den haben. Aber den möchte ich eigentlich nicht. Hier gibt's noch einen. Gibt's noch einen. Baupelz und Trottel. Ja, nee. Muss ich jetzt nicht unbedingt. Der will 701. Dorf nicht befreit, okay. Also die Dorfbefreiung ist halt auch noch so ein Ding. Was heißt das? Sie will 551, benötigt das Vertrauenslevel Beschützer. Okay. Was ist mit dir? Grimmig ist sie. Sie hat 2 in Einhand und 2 in Bogenschießen. Sie ist eigentlich ziemlich gut. Grimmig, was heißt das? Oh, sie macht mehr Damage. Macht mehr Damage.
glaube, die nehme ich. Ich glaube, die nehme ich. So. Eine neue Frau in unserem Dorf. Die hatte, warte mal, ich muss noch mal kurz in der Übersicht gucken. Attribute. Sonst ist sie halt in den anderen Sachen nicht so gut. Da muss sie halt noch leveln, ne? Schick sie jetzt erstmal. Ah, die heißt auch Annie. Jetzt haben wir zweimal. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja ein Zufall. Wir haben zweimal im Dorf eine Annie. Ja, wir gucken gleich mal, was wir noch so an Quests machen können. Kann ich dir bei etwas helfen? Willst du dir Zeit nehmen, einen alten Mann zu helfen? Das hängt davon ab, was du von mir willst. Du bist wirklich ein Lebensretter. Hör zu, ich brauche ein paar einfache Schnüre, Baumstämme. Ich wollte die Tür zu meinem Haus reparieren, aber mein Rücken macht mir zu schaffen. Ich kann mich nicht dazu zwingen, mit meiner Axt in den Wald zu gehen. Und noch eine Sache, bring zwei Stücke gebratenes Fleisch mit. Meine Frau liebt es und ich habe es vergessen. Und jetzt möchte ich ihr eine kleine Überraschung machen. Ich werde dir helfen. Mach dir keine Sorgen, alter Mann. So. Bringe vier einfache Schnur zu Dali. Zwei Stücke gekochtes Fleisch. Zwei Baumstämme. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Das sollte ich alles gemanagt bekommen. Und wir haben jetzt eine dritte Person im Dorf, das heißt, Überfälle werden auf jeden Fall leichter. Hat sie schon irgendwelche nennenswerten Waffen dabei? Aber ich könnte meinen Leuten leicht befehlen, dass die hier noch ein paar Häuser bauen oder ein paar Hütten, damit wir neue Leute rekrutieren können. Ich würde hier um meinen heidnischen Ritualplatz würde ich noch ein bisschen bauen. Nee, F. Nee, warte mal. Wie ging das Bauen nochmal? B? B. Ah, B. Wohnzelt. F war platzieren. Stimmt. So, da baut man was hin. Hier mal einfache Schnur. 1, 2, 3, 4. Zwei Stück gekochtes Fleisch. Okay. Das haben wir schon mal. Und zwei Baumstämme. Eins, zwei. Dann gehe ich gleich mal zurück. Bevor mir das Fleisch vergammelt. Und ihr könnt hier... Ihr könnt das Zelt hier bauen. Also Essen und Ausdauer ist so wichtig zum Rennen. Und natürlich Fleisch stärkt die HP-Leiste, falls doch irgendwie mal jemand angreift. Bei dem wir jetzt die Quest abgeben müssen. Ist der da oben? Ich glaube, das ist der. Mit dem Ausrufezeichen. Hier ist wieder die fliegende Kuh. Also die hat sich noch nicht geändert hier. Ich glaube, die bleibt jetzt für immer da. Das ist ein Wahrzeichen in dem Dorf. Die fliegende Kuh. Was? Nein, das wollte ich gar nicht machen. Was die Sache angeht, nach denen ihr gefragt habt. Es ist eine Freude, euch zu sehen. Habt ihr die Dinge mitgebracht, die ich brauche? Ja, ich habe alles. Nehmt es. Ein wahrer Lebensretter. Danke. Bitte nehmt das als Belohnung. Jetzt muss ich euch entschuldigen. Es ist Zeit für die verdammte Tür. Vergesst ihr nicht etwas, alter Mann? Worüber? Lecker gebratenes Fleisch für eure Frau. Verdammt seien die königlichen Hunde, die mich am Kopf getroffen haben. Ich werde sie heimsuchen, wenn ich sterbe. Danke, junger Mann. Und denk daran, glückliche Frau. Ja, ja, glückliches Leben passt auf euch auf, alter Mann. Mein Hund bellt. Warum? Wahrscheinlich jetzt die Post gekommen. Ich habe eine kleine Falle bekommen und 150 Ruhm. Okay. 150 Ruhm. Das bedeutet eigentlich, dass ich jetzt noch jemanden engagieren könnte. Was ist mit dir? Er möchte 427 Ruhm. Pessimist. Minus 20 Moral. Wunderkind. EP-Gewinn. Unermüdlich. Maximale Ausdauer. Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Interessant. Aber wenn, dann nehmen wir jetzt doch nochmal die nächste Quest an. Wir können nochmal mit ihm quatschen hier, dem Zimmermann.
Kann ich dir bei irgendwas helfen? Jungspund, sag mal, könntest du mir bei etwas helfen? Leider ist mein Lehrling nach Patzdorf gezogen, um mit einem anderen Zimmermann zu arbeiten. Und hat mir auf dem Weg meine besten Werkzeuge mitgenommen. Also ich bin auf mich allein gestellt und brauche etwas Hilfe bei ein paar Kleinigkeiten. Klar, was kann ich für dich tun? Lord Ashbourne veranstaltet ein Sommerwendenfest für seine engsten Kommandanten und eine Auswahl kunstvoll gestalteter Holzstühle bestellt. Okay. Okay, okay. Leider wurde der Brief mit dem Auftrag versehentlich an Marek, den Tischler aus Patzdorf, geschickt. Ein ziemlicher Pfuscher, dieser Bursche. Es wird für niemanden gut enden, wenn er die Stühle macht. Könntet ihr mir den Brief abnehmen und zu mir zurückbringen? Könntet ihr ihm den Brief abnehmen? Und ich brauche neue Werkzeuge. Gute, aber... Was? Ich brauche neue Werkzeuge. Gute. Aber Sambor, der Werkzeugmacher, ist ein Meister. Er wird die besten Ersatzteile haben. In Ordnung. Es sollte nicht lange dauern. Ich kümmere mich darum. Warte. Sprich mit Marek, dem Zimmermann. Das ist aber ein Patzdorf, ne? Und in Patzdorf bin ich gesuchter Verbrecher. Das ist nicht so gut. Ich könnte es jetzt nochmal versuchen. Es gab ja, glaube ich, das ein oder andere kleine Bugfix-Update. Und ich habe das Game natürlich auch wieder neu gestartet. Könnte jetzt sein, dass ich da nicht hart aufs Maul bekomme. Ich muss meiner neuen Mitbewohnerin auf jeden Fall noch einen Knüppel besorgen. Damit sie zur Knüppelkuh gehört. Und natürlich hier für die Sicherheit sorgen kann im Dorf. Nee, sie ist ja unsere erste. Das ist die, die viel Bein zeigt. Aber die andere, warum ist die Half-Life, verstehe ich nicht. Ich werde dir auf jeden Fall jetzt erstmal was besorgen, eine Waffe. Und wir haben hier jetzt das Abenteuergewand hergestellt. Überfall erwartet. Oh nein. Okay, also demnächst kommt ein Überfall. Darauf sollten wir vorbereitet sein. Wir haben jetzt eine Person haben wir jetzt mehr. Reisegewand. Haben wir das noch nicht erforscht? Nein, bei 89%. Was brauchen wir denn noch? Benötigte Ressourcen, einen Riemen. Haben wir keinen mehr. Dann kaufe ich noch schnell einen. Wir haben keinen Riemen mehr. Ich kaufe einen. Aber heute müssen wir müssen auf jeden Fall den Überfall gewinnen. Es ging mir nämlich hart auf die Eier, dass wir beim letzten Mal verloren haben. Ich schieße vorher mit dem Bogen drauf und dann gehen wir in die Knüppel-Action. I'm open for business and I guarantee you won't... So, ich kaufe einen Riemen. Und tu den gleich mal in die Forschungswerkbank, dann können die weiter forschen. So. Bitte forschen Sie. Ich möchte nämlich wissen, was ich für das Abenteuergewand brauche. Wahrscheinlich auch einen Riemen. Wir haben was in der Falle. Schön. Das Fleisch ist fast schon verdorben. Wir haben hier noch eine primitive Keule da hätte ich gar nicht herstellen sollen. Warte mal, wie viel Volumen haben wir jetzt im Lager? 177 von 400, das ist okay. Abenteuergewand erforscht. So, was brauchen wir dafür? Abenteuergewand. Dafür brauchen wir Seil, Fell und Schnur. Wie machen wir denn Seile? Seil. Flachs und Hanf. Okay, wir müssen eigentlich auch Hanf sammeln. Es wird immer mehr, was wir hier sammeln sollen. Hanf, mach mal auffüllen, 20. Sammel bitte mal auch. Und ich weiß, ihr habt die Pilze fertig gesammelt, aber sammelt bitte mal nochmal 20. Wie viel Hanf haben wir noch? 2. Und Flachs. Die Musik macht mich nervös. Ich hab Angst vor dem Raid.
Ich hoffe, diesmal überleben wir gut. Ich muss auf jeden Fall vorher was Vernünftiges essen und dann geht's los. Dann schieße ich drauf und dann gehen wir mit den Knüppel rein. Ich mit der Axt, die anderen mit den Knüppel. Aber die Schnüre sind jetzt erstmal super. Da können wir jetzt erstmal Herstellung ein bisschen leveln, ne? Bau von Wohnzelt ist abgeschlossen. Okay, das haben die also auch schon gemacht. Sehr schön. Attribute. Wo sind wir denn bei Herstellung? Bei Herstellung sind wir jetzt schon bei 2. Okay, sehr gut. Das heißt, wir können selber jetzt Leinen herstellen. Das war ja das Problem, dass ich das einfach nicht herstellen konnte. Und wir können uns noch ein Buch reinziehen. Ein Buch übers Kochen. So, Schnüre haben wir genug, Fell brauchen wir noch und ein Seil. Ich guck mal, ob jetzt schon Hanf da ist. Einmal Hanf haben wir wieder. Überfall im Anmarsch, okay. Ich esse was. Okay. Ihr seid jetzt alle meine Gefährten. Ich nehme den Bogen und wir gucken, wo die jetzt herkommen. Du hast eine Axt, das ist gut. Da hinten kommen 3. Es sind wieder 3. Okay. Wir werden die direkt an der Brücke abpassen. Damit die gar nicht so weit hierher kommen. Wir müssen direkt rein. Ich wollte eigentlich... Ah, der hat meine... Okay. Ah, okay, wir haben überlebt. Wir haben die Räuber besiegt. Aber... Wir haben nur mit einem Dorfbewohner überlebt. Das ging ein bisschen schief mit meinem Bogen. Aber wir haben sehr viele Riemen bekommen. 3 Stück. 3-mal Riemen. Ja, nice. So. Du bist noch da. Du gehst arbeiten, bitte. Und du gehst auch arbeiten. Okay. Schön. Ja. War tricky, war close, aber wir haben es geschafft. Und über die Riemen freue ich mich natürlich. 3 Stück. Das ist schon nice. Aber wir brauchen für das Abenteuergewand keine Riemen. Das heißt, wir können all unsere Leute mit einem Abenteuergewand versehen. Dann sind die auf jeden Fall besser gerüstet beim nächsten Mal. Aber im Prinzip war das derselbe Angriff wie schon beim ersten Mal. Hier vorne war ja immer was, aber ich glaube, ich habe die Spawnpunkte vernichtet durch die Gebäude, die ich hier gebaut habe. Hier spawnt leider kein Hanf mehr. Ein Seil. So, und dann müssten wir ein Abenteuergewand herstellen können, was auf jeden Fall mehr Rüstung hat als das, was ich jetzt anhabe. Habe ich eigentlich einen Hut? Was macht so ein Strohhut? So ein Strohhut hat eine Rüstung. Reisekapuze hat 3. Dafür brauchen wir eigentlich auch nicht viel. Hanf einmal und Flachs. 4-mal. Abenteuerwand hat 23 Rüstung. Krass. Das brauche ich auf jeden Fall für meine Leute. Was ist denn eine Handwickel? 2 Rüstung. Wir brauchen wir alles immer Hanf. Aber wir sammeln ja jetzt Hanf. Ich habe den Leuten ja gesagt, sammelt Hanf hier schnell und viel. Oh, Geschwindigkeit minus 8 macht das. Das macht Geschwindigkeit minus 3. Da sind wir also auf jeden Fall langsamer mit dem Ding. So. Dann rüste ich das gleich mal aus. Und jetzt sehe ich so aus. Krasses Pferd. Ich merke auch gleich, dass ich langsamer bin. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, ich würde sagen, ich
lass es erstmal so. Wo ist denn meine Frau hier? Vielleicht gebe ich der erstmal mein Reisegewand. Jetzt hat die keine Hose an wahrscheinlich, oder? Ui. Minirock. Interessant. Kampfrüstung. Und das hat... Warte mal. Das hat jetzt 10, was sie anhat, oder? Habe ich hier gerade einen Verband verpasst? Okay. Das hat 10 und vorher hatte sie 5, ja. Und ich guck mal, was wir noch so... Was wir noch so erforschen können. Beschlagenes Hemd. Eine Tasche. Das wäre natürlich auch gut. Rondell. Schlammsammlung und Schaufel. Das müssen wir, glaube ich, das wäre jetzt noch was Wichtiges, was wir erforschen müssen. Ich habe aber auch gesehen, dass gerade Hanf gesammelt wurde. Gut. Kann ich demnächst weitermachen mit der Herstellung von unseren Sachen hier. Also mit der Rüstung von unseren Leuten. Geforscht wird jetzt ja auch. Also Rohstein und Baumstamm, ja, sehr gut. Warte mal, haben wir in der Dingshütte gesagt, dass jetzt Steine gesammelt werden sollen? Können wir ja auch Steine sammeln? Ja, können wir. Oder? Rohstein, hier. Mach mal auffüllen. 10. Die Sammlerhütte ist auf jeden Fall das Main. Ah, das ist ein guter Tipp. Wenn man auf Wege bleibt, verbraucht man weniger Ausdauer. Das ist ein guter Tipp. Vielen Dank. Wir haben ja hier eine einfache Axt. Ja. Diese Holzfäller-Axt macht bestimmt mehr Damage und ist besser zum Holzfällen. Hat bestimmt mehr Haltbarkeitspunkte. Ich gehe aber noch mal ein bisschen jagen, damit wir Fleisch haben. Ein bisschen against the Wölfe hier. Hier sind ja echt viele Wölfe unterwegs. Dass wir die so ein bisschen in den Griff bekommen. Selber sterbe. Das war nicht so gut. Das hätte besser laufen können. Ist die Frage natürlich, fighte ich mit den anderen beiden da? Denn wenn ich einen treffe, kommt bestimmt der andere auch. Oh, es ist Nacht. Okay, ja gut. Nachts würde ich jetzt davon absehen. Da gehen wir lieber pennen. Außerdem muss ich noch was essen. Ich habe nur Beeren-Intus gerade. Oh, es schneit. Und du hast keine Hose an. Kann aber nochmal Seil herstellen. 2 Stück. Und dann nochmal ein Abenteuergewand herstellen für meinen Holzfäller. Damit der ein bisschen geschützter ist. Aber an sich ist das schon eine geile Rüstung. Auf jeden Fall für die Mats, die ich dafür brauche, ist das auf jeden Fall, ist ja wirklich günstig. Also Felle, da kriegen wir nur dadurch, dass wir Tiere töten. Aber der Rest kann einfach gesammelt werden über die Sammlerhütte. Und es ruckzuck haben wir das Zeug da. Ah, siehst du, ich habe noch Fleisch im Inventar. Das hätten die jetzt eigentlich schon braten können. Aber ist noch haltbar. So eine Jagdhütte wäre nicht schlecht, ne? Wo jemand immer Fleisch bringt. Am laufenden Band sozusagen. Aber ich glaube, das ist hier in der Gegend, in der ich bin, verbunden mit Wolfsjagd. Und Wolfsjagd ist natürlich gefährlich. Aber wenn man die richtige Ausrüstung hat. Na, komm schon. Das letzte Stück ist immer das, was am langsamsten geht.
schön. Na, du bist ja gleich hier. So, Holzfällerweste hat er nur an und Holzfällerhose, okay. Dann nimm mal das und sei mal krass. Schlammgrube. Haben wir noch was freigeschaltet? Nö. Schlammgrube. Verbinden wir mal hier so ein bisschen mit der Mauer. So, Flachs, Holz und Holzstämme. Easy peasy. Sollte machbar sein für meine Leute. Also das sind jetzt hier die letzten Bäume, die wir am Lager haben. Okay, nee, wir haben hier noch hier vorne noch welche. Okay. Ja, das geht. Gucke ich gleich mal, was wir als nächstes erforschen könnten. Mischeimer. Eine Struktur wird verwendet, um Lehm herzustellen. Ein Material, das aus Schlamm, Wasser, Stroh besteht. Ein wesentliches Material für den Bau fortschrittlicher Strukturen. Grubenholz. Produziert Holzbretter aus Baumstämmen. Achso, das haben wir schon. Aber wir haben das noch nicht... Haben wir das schon erforscht? Bauernhof und Hacke. Lehmflachs, Hanf und Salbei. Trapperlager. Ein Arbeiter sammelt die Erträge und platziert Tierfallen ein und stellt automatisch wieder auf. Ah ja. Das sollten wir erforschen, damit wir ein Flow an Fleisch bekommen. Es braucht auch nicht viel. Steine, Pilze und einfache Schnur. Ist also easy machbar. Es schneidet sich aber ganz schön ein hier, ey. Krass. Sie ist ohne Hose. Entschuldigung. Vielleicht können wir ihr eine Hose herstellen. Eine Reisehose braucht 7 Flachs. Easy. Stellen wir ihr eine Hose her. Ah, wir haben nur 3. Und es ist Winter. Ah, das ist nicht so gut. Dann müssen wir warten. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Bellride hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like unter das Video und vielleicht einen Kommentar. Das füttert den Algorithmus. Gott, versprochen. Und das tut uns allen gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.